Herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel so heißt, aber vielleicht wissen es die Mitspieler. China. Hallo. Und solche. Hallo. Ja, warum heißt das Spiel so? Es gab am Anfang eine Einblendung mit ein bisschen Geschichte. Ha. Irgendeine große Katastrophe gab es und man baut jetzt halt die Zivilisation neu auf. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe jetzt erst Fantasy-Gewäsch. Entschuldigung. Ich habe jetzt erst festgestellt, dass es hier so einen Geschwindigkeitsbutton gibt. Ja, normalerweise stelle ich ihn immer auf 2. Nee, ich meinte für Gebäude. Ah, du hast endlich da unten rechts das blaue Männchen gefunden. Ja. Kann nicht auf dieses Gebäude verwendet werden. Kommt, geht im Großen und Ganzen bloß auf die diversen Produktionsgebäude. Wie die Möbelfabrik, in der keiner arbeitet. Es wäre natürlich noch von Vorteil, wenn da Leute arbeiten, das stimmt. Oh, das geht auf die Einwanderungsbehörde. Kann ich auch zweimal auf die Einwanderungsbehörde gehen? Nee, dürfte bloß einmal gehen. Ich konnte zweimal draufklicken. Ja, aber ob der Effekt stackt, ist so eine Sache. Das weiß ich nicht. Das verrät mir keine Anzeige. Interessant. Wieder neue Spielmechaniken entdeckt. Wupp, wupp. Es wird immer besser hier. Okay, Eingabe erforderlich. Lehm, ja. Muss erstmal produziert werden. Fertiggestellt, was ist das? Imka, okay. Imka? Imka klingt nett. Oh, es könnte jetzt vielleicht soweit sein. Für was? Na, noch nicht ganz. 200 noch. Für meine Pyramide. 200 Gold brauche ich noch. Also noch einmal handeln. Pyramide? Hm. Ist ein Feld mit einer Pyramide. Und die bringt einen Basiseinkommen-Bonus von plus 200 für die Provinz. Ah, ich habe sowas irgendwo in der Nähe. Das ist so ein, ja, so ein Point of Interest mit irgendwelchen, ja, genau, Sachen drauf. Und dann, ja. Genau, der bringt halt Geld. Also plus 200 Basiseinkommen ist für mich sehr viel, der gerade nur 78 macht. Ah. Seinen Peak mal bei 90 hatte zwischendurch. Ich habe jetzt gerade 400. Ja, das hatte ich gesehen und war ein bisschen neidisch. Deswegen muss ich halt solche trickreichen Sachen machen. Oh Gott, ich brauche Häuser. Ja, stimmt. Mann, ihr sollt die Häuser bauen. Was ist mit euch los? Die erfrieren noch deine Leute. Nee, ich habe 125 von 127, aber ne, ich kann halt jetzt bald keine mehr rein. Ja, ich habe eben mal geguckt, was man braucht für die nächste Stufe. 30 Häuser der Stufe 4. 30. Ich weiß gar nicht, wo die hinsetzen soll, weil das ja alles nicht so attraktiv ist. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt nochmal. Ja, 30 Häuser der Stufe 4. Ja. Ich bin froh, die Stufe 3 Häuser zu haben, aber die brauchen anschließend 3 Arten von Luxusgütern. Ich habe bloß 2. Du kannst doch jetzt Luxusgüter kaufen. Ja, ist aber nicht sehr nachhaltig. Okay. Ja gut, das interessiert auch keinen. Ach, der ist sogar voll besetzt. Das ist ja mal nett. Ich brauche auch. Ja, Leute, baut die Häuser, ist euch nicht mehr kalt. Jo, Zeit für die Pyramide. Zack. Schon habe ich ein Basiseinkommen von 287. Ha. Warum kostet das so viel Stein? Warum habe ich so wenig Stein? Weil alles so viel kostet. Ist jetzt... Oh ja, der Schneider ist fertig. Ich krieg Leitung. Leitung. Ekelhaft. Und gleich kriege ich hier auch noch Eisenwerkzeuge.
die hoffentlich länger halten. Ach, als wenn Eisen ein Upgrade zu Stein wäre. Das, kann sein. So, was kostet das jetzt nochmal? 2000, okay. Kriegen wir hin. Ah ja, komm. Ja, damit. Boah, von wo holst du deine Arbeit? Ist doch ewig weit weg. Nee, da will ich jetzt nicht mehr verkaufen. Vielleicht hier. Oh, Fisch. Eisenbahn sind recht. Bessertes Boot. Ja. Profi-Angelausrüstung. Doch, Gebäudeverbesserungen sind doch schon mal ganz nett. Achso. Weniger Eingangsressourcen brauchen wir auf jeden Fall hier. Besten sind vor allem Upgrades, wenn man sie mit Steinen kaufen kann. Und wenn man viel davon hat, ja. Das Gute, wenn Häuser gebaut werden, gleich erstmal die Steinisolierung. Ich weiß, ihr seid ja schon bei den Ziegeln bestimmt und macht die Kamine, aber... Nee, Ziegel habe ich noch nicht. Die brauchen 120 Steine, das ist sehr viel. Was? 120 Steine, um gebaut zu werden. Achso, ja gut, das ist machbar. Ja, und das stackt ja, also Steinisolierung und Kamin. Ja, ich habe jetzt mein erstes Haus auf Stufe 3. Ein Träumchen. Wolle. Wolle ist gut. Was ist denn hier umständlich die der Kleidung? Wollkleidung, okay. Und dann bräuchte ich ja fast einen zweiten Schneider. Warum ist dir kalt? Weil mein Holz alle ist. Tja, schade. Ich glaube, ich langsam das... Die Kohlemine wird nicht gebaut. Da ist sie schon... Ich muss... Dann müssen wir wohl die Kohlemine mal nach ganz oben packen hier. Oder so, dass zumindest die Leute da arbeiten. Oh, erst vielleicht auf Stufe 5. Was? Wie? Ach, wegen Klamotten. Haus Stufe 5. Dieser Angeber da drüben, war. Treib mal nicht. Was können wir als nächstes machen? Grenzschutz. Was? Geschützte Provinzen bieten dreimal mehr Einkommen. Das ist ja schon nett. Aber ich glaube, Logistik ist wichtiger. So, gibt Wissenschaft. Eisenschmelze, wenn noch keinen Bedarf. Und Speicher. So, was ist aber auch noch ganz gut. 640 für eine Ziegeleikarte. Die ist schweineteuer. Ist aber auch eine wichtige Karte. Ja, dann ist hier hoffentlich auch produktiv. Dann hier sagen bitte Wollkleidung. Ja. Ach, als wenn sowas nicht produktiv wäre. Ich echt kein Holz mehr. Vorher konnte ich mit Holz um mich schmeißen. Also gibt es denn eine Karte, in dem ich einfach... Moment. Kann ich denn hier nicht sagen...
würde gerne diesen blöden Hügel hier weg haben. Du wirst mir nicht drei Einwanderer platt. Und gerade noch Motivation. Nee, Eingangsressort. Ja, ich bemerke kein Lächeln auf dem Gesicht des Kindes. Das ist ganz schön. Ich hoffe, das Kind kann bald Steuern zahlen. Ach, dann habe ich auch ein Lächeln im Gesicht. Jetzt kommen die ganzen Stufe 3 Häuser. Jetzt kommt das Einkommen. Es wird. Sieht das hier aus? Alle Gebäude arbeiten jetzt auch. Noch besser. Ich werde noch eine Fischerei brauchen. Fisch. Fisch. Wahnsinn, was die an Schweinefleisch weggefressen. Weizen essen die gar nicht, die Leute. Besserungsbaum. So, jetzt zeig mal hier. Schweinefleisch, Wildfleisch, Lamm. Natürlich auch mal bei China mal reingucken. China hat eine Farming-Provinz. Zwei Farming-Provinzen. Und eine Brücke. Ja, die aus der Ziegelei holen ihre Arbeitskräfte von hinter der Schafsfarm. Das heißt, zum Arbeiten müssen die einmal aus rum. Ja, nee, komm, jetzt packe ich da eine Brücke hin. Sobald ich das gemerkt hatte, das geht doch nicht. Holz und Kohle steigen auch wieder, das ist gut. Steinwerkzeuge gehen aber jetzt massiv runter. So, Steinwerkzeuge holen. Steinbruch, Steinwerkzeugfabrik. Wie viel bringt denn Honig? Ja, das geht. Ich gedacht, das wäre mehr. Ja, dann können wir das erstmal lagern. Eigentlich habe ich bloß keine Lagerkapazität mehr. Dann bauen neue Lager. Ja, das ist gerade das, was als nächstes auf der Agenda steht.
Nein, das ist der Feldweg. Kann ich die aufnehmen? 7 Migranten von China-Tiger. Ja. Was? Hm? Es wollten, bei China wollten die Leute nicht mehr wohnen. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Oh, die verbrauchen Kohle für Ziegel. Interessant. Dann wäre vielleicht ein Produktionsziel ganz gut. Keine Ahnung, 500 müsste doch erstmal reichen, ja. Null von 7 Arbeitern. Na gut. Schaltet man eigentlich Diplomatie frei? Das ist ja auch nochmal eine interessante Frage. Im Mittelalter. Wenn du unter dem Grenzschutz guckst, gibt es die Handelsgesellschaft dann im Auslandsbeziehungen. Ah, okay. Und neben dem Grenzschutz gibt es eine Handelsroute. Weil dafür braucht man halt zum Beispiel eine Brauerei, was ich noch nicht habe, weil ich brauche dann anschließend die Bibliothek. Weil wir wissen alle, ohne Brauerei gibt es keine Bibliotheken. Fangen wir jetzt erst richtig los, okay. Hole ich mir dann erst die Handelsgesellschaft oder die Handelsroute? Und man braucht ja beides dafür, ne? Dann hole ich mir erst den Grenzschutz. Wichtig ist, so eine Festung braucht auch Unterhalt. Ja, aber ich hoffe weniger, als sie bringt. Das kommt auf die Provinz an, ne? Das Kartengeschäft muss man bauen. Alles klar. So kostet aber nichts. Platz. Aber Platz kostet es. Lieferdienste. Lieferdienste. Ach, das ist aber auch noch einen gewissen Radius. Das ist natürlich unpraktisch. Tja, ist die Frage, ne? Nehmen wir die mal dahin. Hin. 4000 für eine Karte, ist klar. Ja, die kostet ein bisschen was. Ich habe ja auch eine mit 24.000. Aber gut, sind halt auch schon recht starke Karten. Jetzt werden hier die Leute krank. Durch. Grenzschutz, wo ist denn hier... Labor. 34 von 50 Arbeitern. Läuft. Stein, oh ja, Gott sei Dank, ich hab davon auch was. Kann ich denn irgendwie, der macht Krach, der muss hier hinten irgendwo. Immer noch nichts zu erforschen. Da ist ja auch ein Haus, wo habe ich denn überall Häuser nehmen? Ja, aber dann würde ich mal sagen,
brauchen eine kleine Pause hier. Was? Brauchen wir echt eine Pause? Brauchen wir eine Pause? Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.